bin Polizist. Tür auf. Und dann werden wir den Schuldigen gleich ermitteln. Aha. Aha. Was ist hier oben los? Keine Leiche. Okay. Gucken wir mal. Rosa und Orange. Kriegst, komm vorbei. Kriegst, komm zu mir. Kriegst, macht aber hier Gedöns. Okay. Gut. Dann sind ja alle safe, ne? Oder auch nicht. Oh, arme White hier schon wieder. Ja. Ich habe sie gefunden beim O2. Ich habe. Wo ist das nochmal? Ganz links auf der Karte. Hast du die Karte? Bei dem Baum oder das da drunter, der kleine Raum? Das kleine Raum, da drunter lag sie. Also. Dann ist Witz wahrscheinlich unschuldig, weil der mir die ganze Zeit hinterher gedackelt ist und wir waren oben rechts. Genau. Okay, Witz ist mir die ganze Zeit am Anfang hinterher gedackelt und ich hatte Angst, dass er mich umbringt, als es dunkel wurde. Hat er aber nicht gemacht und ich bin dann auch letztlich halt bei Weapons ran und habe dann gesehen, dass sowohl bei Communications als auch bei Weapons die Türen zu waren. Da musste ich die erstmal aufmachen. Ja, ich bin mal halt bei Timo geblieben, weil ich dachte, der will sich wahrscheinlich rächen und wenn er es ist und da er es nicht getan hat, kann das nicht sein. Also, ich war bei den Kameras und habe ein bisschen Polizist gespielt, weil ich das passende Cosplay anhabe. Was hast du gesehen? Ich habe gesehen, dass Witz, Timo und Wekrix tatsächlich oben rechts bei der Rakete rumgedüst sind. Die würde ich also ausschließen. Und Maemi war reingekommen und hat das Wiring, glaube ich, gemacht, richtig? Genau, die kam nämlich auch von oben reingelaufen und war gerade über Electrical und Security gerade am Basteln. Die würde ich also alle ausschließen. Mich selber würde ich ausschließen, weil ich an der Kamera gehangen habe. Dann bleiben nicht mehr so viele übrig. Ich habe unterwegs kurz mal gesehen, dass sie an waren. Das stimmt. Also irgendjemand war auf jeden Fall dran. Also das deckt sich soweit. Wo sieht man das mit der Kamera? Nur mal eine Movie-Frage. Ein rotes Blinken. Wo? In der Kamera. An der Kamera ist ein rotes Blinken. Ah, okay. Achte ich mal drauf. Das würde jetzt also durch mich Nobody und Icky lassen, aber Icky's Story stimmt, weil ich habe halt oben die Kameras gesehen und von oben ist er nicht reingelaufen. Das könnte also passen. Dort oben beim Metzgen mit reingegangen. Also nicht im Metzgen direkt, aber ich bin dort durch. Also auf gut Deutsch, Leute, würdest du sagen, Nobody und Philly im Auge behalten. Auf jeden Fall. So, meine Pflicht ist getan. Ich kann in den Ruhestand gehen, wenn ich meine Tasks gemacht habe. Der ist da. Alles doofi. Das Gerascheln am Mikrofon, ne? Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Zählen kriege ich, glaube ich, noch hin. Gerade so. Oh. Ich habe die Leiche von Icky gefunden, während ich im Scan war. Also diesen Medbay-Scan.
Also nachdem ich da wieder rauskam, dachte ich, da steht dann da. Ich war Otto. Wie bitte? Otto war ich. Also das Witz beim Metzgen war, kann ich bestätigen, hat schon eine Weile gestanden. Und ich bin gerade in die Dekontamination rein runter zu Specimen. Aber das heißt, es sind noch beide Killer auf jeden Fall aktiv. Dolchmolch würde ich jetzt ausschließen. Ist ja tot. Darum. Wo ist die Mad Bay? Oben rechts. Ja. Ja, okay, da habe ich ihn auch gesehen. Wer ist denn jetzt ich? Timo. Ranger, du hast nichts gesehen. Hast du denn den Tag in der Zeit gemacht, oder? Ich habe erst die Temperatur draußen gemessen, dann habe ich die dann haben wir den Alarm gemacht, dann habe ich die Rakete drin gemacht und war dann beim Teleskop. Beim Vorbeilaufen habe ich dich gesehen und war jetzt auf dem Weg zu Specimen und habe da meine Hochzähltask von 1 bis 10 gerade gemacht. Ich weiß nicht, ob die jetzt gezählt hat oder nicht. Bei Teleskop und dann Richtung Storage. Und Teleskop war das letzte Mal, wo ich Fitz gesehen hatte. Danach nicht mehr. Und dieser Metscan dauert ja 8 oder 9 Sekunden oder so. Genau. In der Zeit, ja, dann ist es passiert anscheinend. In der Zeit habe ich dich da auch noch stehen sehen. Aber ich war mit Nobody auf dem Weg. Wir haben links den Alarm. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir eben die beiden verdächtigt haben, aber nur ein Kill ist passiert. Das heißt, der andere Killer hat einfach nichts gemacht in der ersten Runde, ne? Ja. Ich würde jetzt aber Nobody, Nobody deckt, trotzdem... Dass die beiden zusammenarbeiten. Ich weiß es nicht. Ich sag nur, was ich gesehen habe. Also. Ich will Nobody. Das war nicht mal Absicht. Wenn du es nicht warst, Entschuldigung. Du musst ja getroffen haben. Also ein Killer ist einer ist jetzt weg. Stimmt. Einen Killer müssen wir getroffen haben. Allerdings habe ich gewotet. Witz würde ich, glaube ich, als safe sehen. Oh oh. Oh shit. Warum hat das so lange gedauert? Und mal Amy allein gelassen. Merken wir uns. Machen wir unseren Task schnell fertig. Und die Lights. Von unten rechts quasi. Schon wieder die Türen zu. Was ist denn das? Wer spielt denn so viel mit den Türen? Da ist niemand. Wenn Witz tot ist, würde ich mal Emi vermuten. Hm. Okay. Ich habe mich nur versteckt, weil ich Angst hatte. Ich habe keine Ahnung, wer das war und wo. Ich habe eine Idee. Erzählen. Ich auch, Ranger. Nee, ich habe Maemi und Witz zuletzt oben im Medbay allein gelassen. Hab dann schon mir gedacht, okay, wenn einer von beiden tot ist, wird es der andere sein. Hab ein paar Tasks gemacht, dann war ich in Electrical und habe die Lichter gefixt, als einziger. Und habe ja, daraufhin... Ich stimme auch für Maemi. Ich möchte trotzdem meine tollen Ausführungen. Genau. Das reicht mir, weil ich die beiden auch zusammen gesehen habe. Okay. Dann habe ich Miami nämlich noch draußen am Maschendrahtzaun gesehen, genau da, wo Witz jetzt liegt. Du brauchst nicht mehr reden, ich habe schon abgestimmt. Ja, aber ich wollte es den Zuschauern erklären. Dem einen. Das kommt ja auch noch auf YouTube. Oh, bitte, ich will nicht mit dir als Mörder alleine sein. Yes. Oh Gott,
danke. Also das war wirklich sneaky, Miami. Viel Glück und Spaß. Oh, Witz, du musst mal irgendwas mit deinem Mikro machen, das ist ja furchtbar. Nicht noch mehr drüber schleifen, das Gegenteil. Ich versuche es ja nicht anzufassen, aber ich muss auch spielen. Waiting for Dolchmolch. Ich glaube, denn in der einen Runde damals habe ich ja gedacht, ich könnte antriggern, den Metscan. Ich glaube, da habe ich nur das Warten angetriggert und habe einfach nicht richtig aufgepasst. Ich glaube, da habe ich zu Unrecht beschuldigt damals. Aber erzähl's keinem. Und wieder der arme Ikarus. Im Specimen, ganz unten rechts. Wer war da? Nobody, hilfst du mir ganz kurz? Du warst hier gerade im Atmen, ne? Ja. Wer war die dritte Person? War das Miami? Okay. Ich bin nur durch den Atmen gelaufen, weil ich mich schon wieder verlatscht hatte. Ich wollte eigentlich unten an das Eckding da. Genau in dieses Eckding, das ist Specimen, also beziehungsweise genau zu Specimen, da ist die Leiche hier gewesen. Ich bin an sich von links gekommen und wollte gerade eben da in den in den Gang eben zu Specimen rein. Und da im Admin habe ich zumindest Nobody und Miami gesehen. Keine Ahnung, ob irgendjemand, weiß ich, ob einer von den beiden es war, aber ja, die waren für mich da gegen. Am anderen Ende der Map, ganz oben links, bei dem Teil da, was da oben. Genau unter dem Namen der Map. Also, ich würde sagen, für mich ist Miami verdächtig, weil, wenn es wieder stimmt, das habe ich jetzt selber noch nicht gehabt, aber andere haben es gesagt, diese Medical Task habe ich gemacht und du standest drauf, Miami, und ich konnte es trotzdem machen. Ja, und das haben wir letztes Mal schon festgestellt, dass das irgendwie ein Bug war, nicht ein Leck. Also, ich habe Dolchmoy scannen sehen, der ist also definitiv safe und habe danach selber gescannt. Das kann aber natürlich keiner bestätigen. Aber Visual Tasks an, oder was? Nee, Visual Task ist aus, aber ich habe selber den Scan und wenn du ihn machst, dann steht da Waiting for Dolchmoy. Ja, das meinte ich ja. Also das kam eben bei Miami nicht. Und sie war vorher vor mir drauf. Und das würde ungefähr passen, mit dass von der Gegend her passt, wo ich sie gesehen hatte. Also Miami. Das würde mir reichen. Mir reicht das auch. Mir nicht. Das ist schade. Mir auch nicht. Okay, das glaube ich jetzt, wenn du nicht sagst. Weil. Ja. Weil? Ja, sie hätte mich auch in dem. Wir waren zusammen in dem Raum. Sie hätte sich auch da tunikeln können. Also, als nächstes dann Nobody. Ja, genau, nicht dass das darauf kommt. Da wird's dein Mikro gucken. Ach ja, ich versuch's ja ohne hier. Hast du vielleicht ein Headset, das du anschließen kannst, dass da dann das Mikro drin ist? Ich könnte Push to Talk anmachen, aber das geht gar nicht. Nee, da muss ich immer die App wechseln. Nee, da fliegst du raus, das hat Red schon mal versucht. Und ich glaube Whitey auch. Nee, Whitey hat's versucht, Entschuldigung. Jetzt sind wir wieder still. So, schon mal die nervigste Aufgabe fertig. Dolchmoy, wissen wir, ist safe, der tut uns nichts. Wir machen hier unsere Fläschchen dran. Super. Nobody kommt von unten.
dachte ich mir. Ich hatte gehofft, dass noch jemand in der Nähe ist. Ja, ich habe gerade quasi auf dem Medical, auf dem Puls-Lebenszeichen-Scanner quasi mehr oder weniger live gesehen, wie Ranger gestorben ist. Und das war Whitey, oder? Nein, ich scanne mich gerade. Also ich scanne mich gerade wirklich. Nein, weil ich habe euch beide zuletzt zusammen rumlaufen sehen, da hat Ranger gerade die Türen geöffnet. Ihr redet jetzt von Metzger oben, den diesen. Nee. In der Mitte quasi beim Office, im Raum rechts neben dem Button, dem Report-Button. Ich stehe oben rechts auf dem Metzger. Die letzte Person, die ich gesehen habe, war Bufko im Office unten. Ja, da habe ich dich auch gesehen. Ich bin danach Richtung, lass mich auf der Map gucken, links Weapons runtergegangen. Ich war O2 wieder mal. Aber Whitey, du bist doch unten links mit Ranger rumgelaufen, oder habe ich euch jetzt verwechselt? Ja, also Ranger hat mir sogar nicht aufgemacht, weil ich zu lange gebraucht habe. Ich war auch beim MedScan gewesen, ich habe den gemacht und dann bin da runter zur Dekontamination und also das passt ja, dann muss der Whitey wirklich gerade den Raum betreten haben, während ich den verlassen habe, sonst hätte ich sie ja gesehen da. Also prinzipiell, es war jetzt gerade so, ich war eben an diesem Puls-Dings-Messer, ja, hab genau in dem Moment gesehen, wie jemand gestorben ist und bin dann vielleicht 5, 6, 7 Sekunden später habe ich das Meeting einberufen, also es war wirklich kurz davor. Ist der Puls-Dings-Messer, ja, das ist der rechts vom Emergency, genau. Ich hab dich gesehen, als du unten im Admin an dieser Karte standst. Nee, nicht an der Karte, ich hab dich kurz beobachtet, bin dann einfach quasi oben rechts rein danach. Also was jetzt? Wen wollten wir? Ich wollte Whitey. Ich tipp mal Whitey. Ich hab keine Ahnung, ich beuge mich der Mehrheit. Oh, zu langsam. Nicht Whitey, Whitey hat nichts getan. True. Achso, wir müssen unser Task fertig machen, sagt das so einer. Leute. Ich dachte, wir wären durch. Ich könnte hier ganz gemütlich Leute beobachten. Was muss man bei Vitalis machen? Bei Vitalis? Was siehst du denn da? Es können auch Lebenden und Toten sein, hat gesagt. Irgendwer muss nach links. Am besten mehr als einer. Weiter. Mehr als einer. Schlecht. Ganz schlecht. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich mir nur auf eine Art und Weise erklären, dass er ein Psychopath ist, der lieber tötet. Hä? So, das war jetzt Wegschleiche, glaube ich.
Und auf dem, bei dem linken Turm. Bei dem linken Turm. Aber sind wir nur zu dritt? Scheiße. Okay. Also, Ja, sprich dich aus. Jetzt weiß ich nicht, wen ich von euch beiden nehmen soll. Beim linken Turm? Ja. Ja, das ist dumm, weil wir gerade beide beim rechten Turm waren. Ja, stimmt, das muss davor passiert sein. Oh ja, das muss davor passiert sein. Tschüss, euch mal. Self-Report. Was, Timo, hast jetzt ernsthaft mich gewählt? Ja! Das ist dumm. Ich verstehe es nicht. Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Also, das war wirklich geil. Ja, das ist nicht schon. Du klangst halt echt super ertappt. Ihr hattet ich mich schon mal gehabt. Ich klinge immer ertappt, weil ich nicht lügen kann. Thank you.